Flughafen sollen nachts heimlich Flüchtlinge eingeflogen werden. Eine frei erfundene Meldung. Und doch hat sie sich im Sommer rasend schnell im Netz verbreitet. Künftig könnte bei einem solchen Facebook-Post dieser Warnhinweis erscheinen. Zunächst mal in den USA. User können da jetzt eine zweifelhafte Meldung als Fake kennzeichnen. Dann erfolgt der Faktencheck. Nicht durch Facebook selbst, sondern von Rechercheinstituten und Journalisten. Experten zweifeln, ob das dann auch wirkt. Häufig hat man das Gefühl, dass gerade die Zielgruppe, die dann diese sogenannten Fake News gerne verteilt, auch ein gewisses Misstrauen gegenüber den klassischen Medien hat, die dann diese Warnhinweise dort anbringen sollen. Nachgewiesen ist auf jeden Fall, dass es professionelle Fake News Produzenten gibt, wie diese, die von Mazedonien aus den US-Wahlkampf pro Trump beeinflusst haben. Und einer der Schritte von Facebook ist, denen zukünftig den Zugang zu den Werbeeinnahmen auf Facebook abzuschneiden. Das halte ich jetzt erstmal für eine sinnvolle Maßnahme. Doch all das reicht deutschen Politikern noch nicht. Die SPD will jetzt durchsetzen, dass soziale Netzwerke Fake News nach fertiger Prüfung innerhalb eines Tages löschen. Sonst droht ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro.